willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Caro und auf diesem Kanal bzw. mit meiner Marke Fact & Raw teile ich pflanzenstarke, tolle, gesunde und ästhetische Rezepte und Tipps für ein gesundes und glückliches Leben. Daher, wenn das für dich interessant ist, dann abonniere den Kanal, damit du kein weiteres Video verpasst. Typischerweise sind meine Videos auf Englisch, jedoch hin und wieder einzelne Ausnahmen auf Deutsch. Wie heute. Und das hat einen bestimmten Grund. Denn, wie schon letzte Woche, habe ich zum zweiten Mal, beziehungsweise für ein zweites Video, die liebe Maria zu Gast, weil wir das Thema Darmgesundheit so relevant finden, dass wir noch ein bisschen mehr darüber erzählen wollten. Das heißt, neben ein paar Tipps und Tricks, wie man darmgesund im Alltag essen kann, sprechen wir auch über das Thema, warum ist Darmgesundheit überhaupt so ein wichtiges Thema? Warum hat es in den letzten Jahren so stark an Aufmerksamkeit gewonnen? Was kann man denn tun für einen gesunden Darm? Und was sind die Dinge, die dem Darm nicht so gut tun? Also worauf sollten wir achten? Und genau das ist heute der Inhalt von diesem Video. Und wenn du das spannend findest, dann bleib dran und ich bin super gespannt auf dein Feedback am Ende des Videos. Ja, vielen lieben Dank auch für die Einladung. Genau, ich bin Ernährungsberaterin, habe mich auf das Thema Darmgesundheit fokussiert und wir haben heute viele tolle Lebensmittel mitgebracht, die auf ganz natürliche Weise darmfreundlich sind, darmgesund sind, beziehungsweise dem Darm etwas Gutes tun und die wollen wir euch gleich mal vorstellen. Kommen wir direkt zum allerersten Thema, zu dem Kernpunkt. Warum überhaupt Darmgesundheit und warum ist der Darm in aller Munde? Und genau, die Frage würde ich euch direkt an dich übergeben. Ja, also ich habe echt das Gefühl, dass das so in den letzten Jahren so ein richtiges Trendthema geworden ist, weil einfach es super viele Symptome gibt und Beschwerden gibt, wo man nicht so richtig weiß, was ist eigentlich die Ursache. Da fängt man immer an, die mit irgendwie Cremes zu behandeln oder so. Aber für viele Sachen, auch für viele Entzündungsprozesse oder chronische Erkrankungen, lohnt es sich wirklich auch mal einen Blick in den Darm zu werfen. Weil im Darm sind halt über 80% der Immunzellen beheimatet. Das heißt, wenn unser Darmmilieu nicht ausgeglichen ist, dann ist auch unser Immunsystem nicht stark genug. Und deswegen liegen für viele, viele Beschwerden und Symptome die Ursachen eigentlich im Darm. Deswegen macht es definitiv Sinn, auch im Alltag sich einfach darum zu kümmern, was tue ich denn meinem Darm Gutes? Das heißt, welche Lebensmittel kriegt mein Darm und sind die Lebensmittel gut oder nicht so gut? Und das Schöne ist eigentlich, was du gerade eben angesprochen hast, ist, der Darm ist in allem Mund und ist ja auch was Tolles, dass die Leute sich endlich trauen, darüber zu sprechen, ja. Und dass das Thema in den Fokus gerückt wird, weil es tatsächlich, ich habe mal gelesen, ich glaube jeder Zehnte, leidet an Reizdarmsymptomen oder hat im Laufe seines Lebens mal Reizdarmprobleme gehabt. Das ist natürlich dann schon auch wirklich eine chronische Erkrankung, aber ich glaube darüber hinaus gibt es noch eine riesige Dunkelziffer an Leuten, die einfach ja, immer wieder Verdauungsbeschwerden haben und man das einfach so hinnimmt, obwohl das eigentlich überhaupt nicht normal ist und ja, man deswegen eigentlich diese frühen Warnzeichen des Darms auch definitiv erkennen sollte und dann handeln sollte. Und das heißt nicht, dass man sich da irgendwie einer schlimmen Therapie oder irgendwas unterziehen muss, sondern nein, man kann es so mit ganz natürlichen Nahrungsmitteln im Alltag auch schon unterstützen. Als nächstes die spannende Frage, was tut unserem Darm denn gut und was tut ihm nicht so gut? Da wir das Thema, was tut ihm gut, gleich länger und ausführlicher behandeln, sprechen wir ganz kurz zunächst über, was ist denn schlecht für unseren Darm? Genau, also wir haben gerade eben ja schon so ein paar Punkte angesprochen. Also was man echt nicht unterschätzen darf, ist Stress, weil das wirkt sich halt auch negativ auf die Darmflora aus. Dann natürlich zum Beispiel auch sowas wie Schlafmangel ist auch Stress für den Körper, wirkt sich auch negativ auf die Darmbakterien oder die Darmflora aus. Dann gibt es einige Lebensmittel, die natürlich auch schädlich sind für die Darmflora. Und zwar besteht die Darmflora ja aus ganz, ganz vielen verschiedenen Darmbakterien. Es gibt halt gute und schlechte und es ist halt einfach wichtig, dass die ausgeglichen sind. Und es gibt aber so ein paar Lebensmittel, die fördern halt so diese schlechten Darmbakterien und dadurch kann dann oftmals auch die Darmflora aus dem Gleichgewicht geraten. Und diese schlechten Lebensmittel, die sozusagen diese schlechten Darmbakterien füttern, sind vor allem Zucker. Darüber hinaus Alkohol,
hat auch einen schlechten Einfluss auf die Darmflora. Und dann, ja, zum Beispiel zu viel Gluten oder auch dauerhaft Gluten, das kann auch die Darmschleimhäute beschädigen. Deswegen kann es dann dazu kommen, dass der Darm so löchrig wird und dann halt bestimmte Abfallprodukte auch in den Blutkreislauf gelangen, was dann wieder zu Immunreaktionen führen kann und so weiter und so fort. Genau, aber deswegen sollte man auch darauf achten, nicht zu viel Gluten zu essen, beziehungsweise zum Beispiel dann eher mit Sauerteig zu backen, also wirklich frischen Sauerteig, weil der halt auch schon das Brot fermentiert und dadurch halt dieses Gluten gespalten wird. Ja, Milchprodukte muss man auch mal abwägen. Es wird halt jetzt so mega negativ, ne? Alles. Ja, nee, also grundsätzlich gibt es eben, wenn der Darm gesund ist, gibt es ganz, ganz viele Menschen, die diese Sachen eben auch vertragen, muss man sagen. Genau. Es ist nur so für Leute, die wirklich stärkere Probleme haben, die tendieren dazu, extrem stark auf, ja, sagen wir, komplexe Lebensmittel zu reagieren oder Lebensmittel, die einfach nicht einfach verdaulich sind oder die den Körper zum Arbeiten bringen, wo der Körper stark sein muss, die ordentlich zu verarbeiten. Also eher gerade, wenn der Darm halt schon gereizt ist oder auch wirklich erkrankt ist, keine gesunde Darmflora vorhanden ist, dann gibt es halt diese Lebensmittel, die ein normal gesunder Mensch mit einem normal intakten Darmmilieu halt super verträgt und keinerlei Beschwerden hat, aber andere, die halt schon irgendwie ja, Darmbeschwerden haben oder auch Ursachen im Darm einfach liegen, dass dieser Darm halt krank ist, die spüren das leider sehr, sehr deutlich, dass sie bestimmte Lebensmittel dann nicht gut vertragen. Und dann empfiehlt es sich auch für eine gewisse Zeit halt einfach mal alle Lebensmittel, die den Darm zusätzlich stressen, zu reduzieren und halt durch ja, die guten Lebensmittel zu kompensieren. Genau. Eine Sache, die mir gerade eben noch eingefallen ist, ist die Art und Weise, wie man isst. Ein ganz, ganz wichtiger Teil von der Nahrungsaufnahme ist der Kauprozess. Ja. Wenn man die Sachen richtig vorkaut im Mund, also eine Faustregel ist ja, wenn ich das selber teste, immer denke ich mir so, boah, das ist viel zu viel, aber ungefähr 50 Mal sollte man sein Essen im Mund kauen, ja. Für eine optimale Vorverarbeitung quasi. Ja, genau, also die Verdauung beginnt ja schon im Mund. Das Einspeicheln und auch das Zermahlen von halt den Produkten. Und klar, alles, was man sozusagen schon im Mund gut verarbeitet, da muss der Darm dann nicht mehr das verarbeiten oder ja, nicht mehr so schwer verarbeiten. Genau. Ja, und ansonsten kann man zum Beispiel auch ja, einfach zu Lebensmitteln greifen, die sowieso sehr einfach oder einfacher sind zu verdauen, wie zum Beispiel eine wärmende Suppe. Ne? Also da ist eh nicht viel muss nicht mehr zu kauen. Genau. Deswegen, klar, also auch so eine Suppe ist ganz gut. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, Essenspausen. Also auch der Darm braucht einfach auch Zeit, um mal abzuschalten, mal runterzukommen. Und da ist halt die Nacht sehr gut geeignet, dass man da auch wirklich dem Darm mehrere Stunden Ruhezeit gibt, um sich auch mal selbst zu reinigen. Deswegen ja, sollte man dort definitiv auch viele Stunden über Nacht einfach eine Essenspause machen. Was ist denn so, wenn ich dich hier so ganz direkt als Expertin vor mir habe, was ist denn so deine Essenspause? Wie lebst du das persönlich? Ja, es muss natürlich auch immer zum Alltag passen. Es gibt Tage, wo man früher aufsteht, wo man auch früher dann Hungerempfinden hat. Es ist auch wichtig in Bezug auf Stressempfinden, dass man nicht hungert, weil Hunger ist auch ein Stress für den Körper und das kann sich ja dann auch wieder negativ auf den Darm auswirken. Deswegen sollte man schon darauf achten, dass man auch nicht hungert, beziehungsweise nicht einfach anfängt, auf einmal 14 Stunden lang nichts zu essen, weil das kann tatsächlich Stress ausüben. Mhm. Sondern wenn, dann muss man diese Pausen immer länger machen. Bei mir sind es so 10 bis 12 Stunden, die ich dann nichts esse über die Nacht sozusagen oder über den Morgen, Abend. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Vorbereitung dann, um den Darm für den Tag zu wappnen, damit er dann das, was dann über den Tag kommt, eben gut verarbeiten kann. Genau, genau. Ja, und was sollte im Idealfall so ankommen im Darm? Genau, gut verarbeitet. Da haben wir uns, ja, ich glaube es sind 10 oder sogar plus 10, schauen wir gleich nochmal,
Lebensmittel zusammengesucht, die wohltuend sich auf den Darm auswirken. Genau, wir fangen mal an mit den probiotischen Lebensmitteln. Das sind nämlich die Lebensmittel, die probiotische Bakterien enthalten. Wichtig ist, dass diese Bakterien auch wirklich noch am Leben sind. Das heißt, es müssen Produkte sein, die jetzt nicht pasteurisiert oder abgekocht sind, weil dann werden halt auch leider diese lebenden Bakterien, die zur Fermentation benutzt werden, abgekocht. Und ja, was sind denn so probiotische Lebensmittel? Zum einen haben wir hier Naturjoghurt. Kann man vielleicht immer nochmal hochheben, schau mal. Genau, Naturjoghurt, also entweder halt, normal von tierischer Milch oder aber auch fermentierter pflanzlicher Joghurt oder Joghurt-Alternativen aus zum Beispiel Mandel, Cashew, Kokos, Hafer. Da braucht man halt auch diese fermentierten, oder die Fermentation durch die Bakterien, dass halt dann Joghurt entsteht. Mhm. Das heißt, das kannst du sowohl vegetarisch als auch pflanzlich zu dir nehmen. Genau, und dann haben wir dem Ganzen, wie ihr sehen könnt, es ist nicht mehr der natürliche Joghurt, noch einen kleinen Twist gegeben. Und da gleich direkt Heidelbeeren reingepackt. Genau, ja. Sagen, Blueberry. Genau, also da ist Pulver von getrockneten Heidelbeeren, Wildheidelbeeren drin. Und die sind halt ein super Antioxidantienlieferant. Das heißt, dass diese Antioxidantien wirken halt entgiftend, können halt Toxine sozusagen bekämpfen. Und das ist auch gerade für die Darmgesundheit sehr wichtig. Deswegen, ja, Heidelbeeren, super Snack oder halt auch super Kombination zu Joghurt zum Beispiel. Und auch geschmacklich gibt das dann eben dem Ganzen nochmal. Ja, genau. Was richtig lecker ist. Mhm. Probiotika Nummer 2. Genau, Probiotika Nummer 2. Viele kennen das, das ist so ein altes Hausmittel eigentlich, und zwar naturtrüber Apfelessig. Ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig sehen kann, aber ich glaube, bei den meisten ist es so bekannt, dass man morgens so einen Shot irgendwie von naturtrüben Apfelessig trinkt, was auch empfehlenswert ist, weil diese Probiotika können tatsächlich am besten vom Darm angesiedelt werden auf nüchternen Magen. Das heißt, entweder halt vor dem Frühstück, also morgens auf nüchternen Magen, oder auch nach dem Abendessen, wenn man da so ein bisschen Zeit vergehen lässt und dann halt vorm Schlafen gehen. Deswegen ist es ja so der Klassiker, dass man morgens so einen Shot Apfelessig trinkt. Was ich aber auch ganz gerne mache, wenn einfach geschmacklich das ein bisschen zu sauer ist auf dem Morgen, dass ich das über zum Beispiel Porridge rübergebe. Also wir haben hier zum Beispiel so super leckeren Porridge vorbereitet mit Haferflocken und Apfel drin und ein paar Kürbiskerne und dann einfach da nochmal irgendwie 1-2 Teelöffel Apfelessig rübergeben. Genau, das wäre ein super Tipp, wo man es dann auch gar nicht so merkt, wenn man seinem Frühstück quasi nochmal einen extra Kick Gesundheit geben kann. Und Probiotika. Ja. Genau. Dann haben wir noch den Kombucha. Das ist auch, wird immer mehr zum Trendgetränk. Du könntest dir mal zeigen. Hier ist halt so ein kleiner Scooby drin. Ein kleiner Pilz, der sozusagen dieses Teegetränk hier fermentiert. Und das ist auch ideal, wenn man das selber zu Hause macht, weil oftmals, wenn man das halt in Flaschen im Supermarkt kauft, dann ist das halt abgekocht. Das heißt, diese Bakterien da drin, die leben nicht mehr und die können sich dann halt auch im Darm nicht mehr ansiedeln und weiter vermehren. Ja. Deswegen ist es immer am besten, das in so einem rohen Zustand selbst zu Hause herzustellen. Und dann, Kombucha kann man ja auch auf vielfältige Weise mit leckeren Früchten oder Gewürzen anreichern. Geschmacklich aufwerten, definitiv. Ja. Ja, Lebensmittel Nummer 4 als wirklich probiotischer Kick ist Kimchi. Also kann man auch schon in richtig, richtig guter Qualität kaufen, das halt auch sozusagen noch im rohen Zustand ist und diese lebenden Bakterien enthält. Man kann aber natürlich auch selbst zu Hause fermentieren und man kann auch verschiedenstes Gemüse fermentieren. Also das Kimchi besteht hauptsächlich aus Chinakohl. Ansonsten, Sauerkraut ist, glaube ich, auch so ein Klassiker, den man kennt als fermentiertes Lebensmittel. Mhm. Man kann aber auch viel anderes Lebensmittel fermentieren. Also von Gurken. Alles. Ja. Also jedes Gemüse eigentlich. Ingwer, Gurke, Kürbis, alles, was man so quasi zu Hause hat, kann man fermentieren. Das ist auch das, was unsere Großmütter ja quasi früher gemacht haben.
ist auch Teil der Natur. Im Winter ist einfach vieles nicht mehr frisch vorrätig und dann wird das fermentiert über den Winter, ja. Kann im Keller eingelagert werden und so kann man die Lebensmittel über die Winterperiode immer noch als gesundes Lebensmittel genau. Verzehren. Ja, also die Fermentation macht die Lebensmittel halt auch haltbar. So, dann haben wir ja gerade eben darüber gesprochen, dass die Lebensmittel, die probiotischen Lebensmittel halt noch lebende Bakterien enthalten sollten. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Aber zum anderen, damit sich diese probiotischen Bakterien dann im Darm auch wirklich vermehren können, brauchen sie halt auch eine Nahrungsgrundlage. Und diese Nahrungsgrundlage stellen nämlich Ballaststoffe dar, nämlich sogenannte unverdauliche Ballaststoffe, die sozusagen nicht vom Darm verdaut werden und dann im Dickdarm als Nahrungsgrundlage für diese probiotischen Bakterien aus Kimchi, aus Naturjoghurt, Apfelessig und Kombucha dann einfach dienen. Und was können solche unverdaulichen Ballaststoffe sein? Wir haben es hier auch schon auf dem Tisch, also zum Beispiel Haferflocken. Dann Apfel ist übrigens auch reich an Ballaststoffen, genauso wie super viel Gemüse. Also wir haben hier zum Beispiel Pastinake und auch anderes Wurzelgemüse, hat halt ja, super viele Ballaststoffe, zum Beispiel so viel Spargel oder ansonsten Topinambur oder halt andere Wurzeln, also zum Beispiel Löwenzahnwurzeln oder auch diese Zichorienwurzel, die haben halt auch einen sehr hohen Anteil an Ballaststoffen. Und dienen damit als Nahrungsgrundlage. Genau, und oder eben unsere Hülsenfrüchte. Genau, Hülsenfrüchte, Kichererbsen, Linsen sind auch super geeignet. Und dann haben wir noch die Erdmandeln hier wieder zu stehen. Mhm. Auch die sind eine super Ballaststoffquelle. Genau, und wie wir vorhin schon angesprochen haben, in unserem Joghurt haben wir noch was eingerührt. Und zwar einmal Leinsamen und Flohsamen. Genau, und die sind auch eine sehr gute Quelle an Ballaststoffen, die zwei Sachen, also Leinsamen, genauso wie Flohsamenschalen, aber auch Chiasamen. Und ja, haben aber nicht nur Ballaststoffe, sondern dadurch, dass das auch so natürliche Quellmittel sind, wenn wir die halt zu uns nehmen, dann quellen die halt im Darm auf. Das kann man sich halt super zunutze machen, weil diese natürlichen Quellmittel halt auch im Darm sozusagen aufquellen auf ganz natürliche Weise und dadurch so wirklich in diese Darmschleimhäute besser reinkommen und dort Ablagerungen und auch Schadstoffe ablösen, die dann halt wiederum ausgeschieden werden. Und deswegen ist es super hilfreich, einfach zu diesen natürlichen Quellmitteln zu greifen, also Flohsamenschalen, Leinsamen und Chiasamen. Und ja, diese reinigende Wirkung von denen sich zunutze zu machen. Genau, und das Schöne ist ja, es ist ja immer nicht nur eine Funktion, sondern das sind ja unglaublich viele Chiasamen, gleichzeitig noch eine gesunde Fettquelle. Genau. Dann ganz viele Mineralstoffe sind in natürlichen Lebensmitteln, wenn man sie in einer guten Qualität kauft, normalerweise ja noch enthalten. Und natürlich darf man den Geschmack auch immer nicht vergessen. Schmecken muss alles, weil sonst entsteht ja auch der Stress. Genau. Ein Lebensmittel oder ein Drink haben wir hier noch, einen kleinen Shot. Und zwar sind es diese. Das ist frisch gepresster Orangensaft mit Kurkuma-Pulver und Gerstengraspulver. Und Kurkuma ist zum Beispiel auch super entzündungshemmend. Und auch Gerstengras, also beide, wirken auch regenerierend auf die Darmschleimhäute. Das heißt, gerade wenn man so einen porösen Darm hat, also poröse Darmschleimhäute, dann können diese zwei natürlichen Helferlein auch dazu beisteuern, dass die Darmschleimhaut sich wieder regeneriert und die Entzündungen auch ein bisschen gehemmt werden. Also von daher ist es auch sehr empfehlenswert, einfach hier täglich das entweder in die Rezepte zu integrieren, zum Beispiel auch mit Kurkuma zu kochen oder halt als solchen Shot zu trinken. Genau, je nachdem, was einem die Zeit so übrig lässt. Wenn man keine Möglichkeit hatte zu kochen, kann man immer noch auf den Shot zurückgreifen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn du das Video interessant findest, dann gib ihm definitiv einen Daumen hoch, ich würde mich riesig freuen und abonniere den Kanal, dann verpasst du auch kein weiteres Video.